Hallo, herzlich willkommen zurück zu Lake Ridden. Zuletzt hatte ich ja davon erzählt, dass Sinora mich irgendwie so ein bisschen, die haben mich schon vorher ein bisschen suspekt, aber jetzt gerade immer mehr. Die Pearl redet ja gar nicht und ich weiß nicht, sind das jetzt Geister? War die auch mein Kind hier? Die kannte auf jeden Fall, also Miss Nelly kannte sie auch. Und ich würde sagen, auch schon als Geist oder sie wurde ein Geist. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zum See runter, weil sie das so wollte. Aber eigentlich sind wir ja immer noch auf der Suche nach unserer Schwester. Sophia. Sophia. Und ja, ich produziere das immer noch vor, damit ich mich in den nächsten 2 Wochen, also ich denke, es sind so für 2 Wochen jetzt Stoff, damit ich mich da mal ein bisschen auf meine Uni-Sachen konzentrieren kann. Hier komme ich nicht runter. Ist das schon Wasser? Könnte sein, ne? Oh, hier ist das Lake Ridden-Logo. Hier ist das Lake Ridden-Logo. Hey! Ich hab's erkannt. Was ist das? Oh There you Gott, are. erschreck mich nicht so. You just need to go out to the island. Pearl says that I should thank you for helping her. But she's not thanking me, even though I'm basically running the whole operation. Eifersüchtig? I am too. It's just that you haven't told us what we're after or how to get it. Okay. Was ist das hier für ein Ort? Der sieht auf jeden Fall schon etwas magischer aus als davor die ganze Zeit. Das habe ich auch vorhin von dem Steg aus gar nicht gesehen, dass es hier so eine Art Brücke gibt. Der müsste ja irgendwo da sein, ne? Hier ist schon die Insel. Naja, noch weiter. Heute ist aber auch sehr neblig hier. Also wirklich sehr neblig. So, was haben wir hier? Eine Lampe. Klasse, eine Lampe. Ich dachte schon irgendwie eine Kiste mit was Coolem. Ich möchte das dritte Puzzle noch finden von der Schnitzeljagd. Hat das einer von euch gesehen? Ich bin ins Wasser gefallen. So. Ich wusste nicht, dass ich ins Wasser fallen kann. Komisch. Komisch, komisch. Hier ist ein Boot. Was haben wir hier? Nichts drin. Können wir das Boot benutzen? Nein, schade. Obwohl wir. Nee, er dachte, es wäre Pearl. Wir haben ja in einem Brief gelesen, dass irgendjemand Boot fahren wollte und eine unsichtbare Kraft ihn zurückgehalten hat. Und er dachte. Nicht nur zurückgehalten, sondern auch zurück an Land befördert. Und er dachte, es wäre vielleicht Pearl gewesen. Die Frage ist nur, von wem war der Eintrag, dass er Pearl kannte und sie irgendwie sauer auf ihn war. Spontan würde mir da jetzt Jack einfallen, aber die waren doch, glaube ich, auch sogar befreundet. Okay, jetzt wird's echt hier Outländer und. Tell us, Pearl. Why are we out here? Ja, Ah, we need them to get the thing. Then why would you bring us out here in the first place? I guess it's up to us, Marie. I'll try to figure out what the thing is we're looking for. It's locked. Oh. Ja, vielleicht kannst du auch mal sagen, was die Pearl dir gesagt hat. Oh, das ist wohl das neunte Puzzle. Wir lesen erstmal. So, 18. April 1905. Ich habe es endlich geschafft, mich rauszuschleichen, ohne dass Pearl es merkt. Jerusalem, just hoping Jack didn't tell about last night. Ich hoffe nur, Jack erzählte nicht von letzter Nacht. Das ist von Miss Nelly geschrieben. Ein Rätsel. Och Gott. Aber die hier gehen, glaube ich. So war das. So. So. So, so, so. Verdammt. Wie waren das noch mal hier? Wir hatten noch so ein Rätsel schon mal. Ich erinnere mich doch daran.
Nein! Ach, wie war das nochmal? Oh je. Oh je. Verdammt. Okay, wir versuchen einfach mal die Reihen wieder zu füllen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders machen soll. Ja. Blöd jetzt. Echt blöd. An dem könnte ich wieder länger hängen. Ja. Sowas liebe ich ja. Nicht. Wieso kann das nicht einfach richtig rum sein? Oh, Mann. Das Leben ist so hart. Ich mache einen Cut. Ich mache einen Cut. Das weiß ich jetzt schon. Ich mache einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Endlich. Oh mein Gott. Boah, das hat ewig wieder gedauert. Oh, erstmal strecken. Ah, manchmal ist es so verhattelt, ne? Das Rätsel ist nicht ohne. Congratulations on finding the ninth puzzle box, kids. Since you like Jack's door so much, here is an even better one by me. There once was a man living on a big estate. He was a great man and did great things, and everyone liked him. On his land lived another man. This man was ungrateful and rude, but everybody liked him anyway. One day, he got stung by a bee and died. What? The end. Die ist ja doch echt ein an der Waffel. Was ist das denn für eine Geschichte für Kinder? Also ich meine, man hat ja so schon Angst vor Bienen, aber... okay. Okay, ne? Wollen wir jetzt eigentlich erst den Steinkreis beobachten oder gehen wir erstmal hier lang? Muss ich erstmal von dem Rätsel erholen. Ist das eine Lampe? Ja. Komm, geh an. Ja, hier ist eh nix. Also auf geht's zu dem Rätsel mit dem Steinkreis. Mal gucken. Hier sind so in... Oh, wieder sowas. Sieht von hier aus unten aus so wie ein Fingernagel, so ein bisschen. Ach, fangen wir dann am besten an hier, ne? Drei Brüder. Set out to find it and to protect the bridge. Wollten ja ihr Dorf beschützen. Einer. A pitchfork, a torch, okay. Also einer hat ein Pitchfork, ich weiß nicht, was das ist. Ist das vielleicht ein Messer oder sowas? Eine Taschenlampe? Oder ich weiß nicht, ob das war, vielleicht auch eine Fackel. Und der andere, der dritte hat gar nichts dabei. Ein riesiges Biest aus den Schatten. Around a village in a forest. Also ein Dorf im Wald. Da war, also in einem Dorf im Wald, da war ein riesiges Biest. Ein Wolf, der älter war als die Erde selbst. Okay. Der Rest ist unwichtig. Hier leuchtet's. Hier leuchtet's. So. Ein Bruder. Ist nach Süden in den Wald gegangen. Der andere. in den Norden. Along the moor. Also ich denke mal, das heißt auch Moor. The last one sat down by a crossroad. Der andere hat sich einfach in eine Kreuzung gehockt. Und hat dem Wind und der Erde gelauscht. Das ist der Bruder, der so ein bisschen zurückgeblieben ist. Wer hat ihn nicht? Den zurück. nee. Der letzte hat in die Augen der Kreatur gestarrt und ist wahrscheinlich nicht geflüchtet. Er sah den Schmerz der Kreatur, einen Pfeil in der Seite. Er hat ihn weggetan, also er hat ihn beseitigt und die Kreatur rann weg und
wurde nie wieder gesehen. Schön. Bone, Miss Nelly. Das ist die Kreuzung. Warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 4, 5. Mist. Mist. So, was ist der? Um das Dorf zu beschützen. Dorf zu beschützen. Also es muss irgendwas sein, was die drei Brüder symbolisiert. Vielleicht das. Oder das. Komm, ich nehme das mal. Hier. So, welches war das hier? Ein riesiges Biest. Und die scharfen Zähne, das kann, Entschuldigung, das kann eigentlich... ich nehme mal das da, weil das am besten den Zahn symbolisiert. Hier ist die Kreuzung. Die Kreuzung da. Und hat den Pfeil entfernt und die Kreatur wurde nicht mehr gesehen. Hat in ihre Augen geblickt. Oh Gott. I saw the creature's pain. Boah, das ist schwierig. Was ist das da für ein Stein? 4 Stunden hat er gewartet. Er hat 4 Stunden gewartet. Er konnte die Wurzeln in der Erde wachsen hören und irgendetwas anderes. Das Geräusch von etwas Großem, das kommt. Von etwas Großem. Das sind die Wurzeln. Das sind die Wurzeln. Okay, ich habe hier etwas falsch gemacht. Die drei Brüder, sind das wirklich die drei Brüder? Also bei den 10 bin ich mir ziemlich sicher. Ach, hier fehlt ja noch eins. Die Augen der Kreatur. Den Schmerz, ein Pfeil. Ach Gott. So, das war falsch. Schmerz und Pfeil. Was haben wir denn da? Ach, guck mal. Doch, das ist schon richtig, würde ich sagen. Norden, Süden und die Mitte, würde ich sagen, stimmt. Die Wurzeln stimmen auch. Und hier sind das... Crap. Mhm. Es könnte auch das da sein. Das nicht. Das passt nicht. Das könnte auch für die drei Brüder stehen. Ah, Mist, das wollte ich gar nicht. Das passt halt irgendwie so gar nicht hier rein. Oder ist hiermit vielleicht das Auge gemeint? Das könnte ein Auge sein. Dann sind das die scharfen Zähne. Warte mal. Das ist das Auge. Und das sind die scharfen Zähne. Und dann nehmen wir hier das wieder weg und nehmen das da. Ah! Oh, ich krieg gerade voll Gänsehaut. Ih, Gott, das sieht so eklig und magisch und oh Gott. Jetzt müssen wir die auch noch drehen. In der richtigen Reihenfolge. 1. 2, 3. Ah ne, warte mal. Hier, für 4 Stunden hat er gewartet. Okay, nochmal. So, sie kam das Dorf beschützen wollen. Dann kommt das da. Nein. Die haben das beschützen wollen. Der eine geht hier lang. So, dann hat er in der Crossroad gewartet. Hier und... genau, das, da war das Biest und das ist das Letzte. Warum passiert nichts? Das hat gestimmt. Warum passiert hier nichts?
Also, drei Brüder set out to find it and protect their village. Alles klar. I see the mistakes. So. Lurk the shadow wolf was old and from it. Okay, das ist das Erste. Daraufhin wurden die losgeschickt, um es zu finden. Der eine ging nach Süden, der andere nach Norden, der andere hat gewartet. Und zwar für 4 Stunden. Und dann kam das Biest und er schaut ihm ins Auge. Wow! What the? Mann. Oh, ich bin viel zu schreckhaft, ne? Was ist das denn hier? Ein schwarzes Loch. It's a tube. That's very exciting. Pearl, what do we do with the tube? Hey! Don't fly off without at least telling us what it is. Pearl! Pearl said she'll meet us back at Jack's cabin. Was ist denn? The one next to the laundry. Ah. There's apparently someone we need to meet. Jack, vielleicht? I wonder who it could be. Someone looking for a tube, I bet. Die nervt mich einfach nur. Ich frage mich, ob das so gewollt war, aber die stresst mich total. Ich meine, ich möchte meine Schwester finden. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Ich kann nicht mal sagen, es sieht ja aus wie nicht von dieser Welt, so ein bisschen. So, wo bin ich hier? Und jetzt muss ich auch noch mit Geistern reden. Ich bin ja vollkommen kloppt. Ja. Und, also ich muss sagen, was das Spiel meiner Meinung nach extrem gut macht, ist dieses unschuldige, eigentlich schöne mit so einer gruseligen Atmosphäre zu vermischen. Ich weiß nicht, irgendwie. Also ich fand das gerade mit den Knochen und Hexerei und auch schon andere mit den bösen Mächten, was wir da zuvor mal machen mussten mit den leuchtenden Steinen, das fand ich auch irgendwie saugruselig. Ich meine, du bist da allein im Wald, das muss man sich mal vorstellen. Und dann kommst du in so einen Garten und denkst, okay, was geht hier? Überall sind diese Ranken. Und dann leuchten da Steine, du legst sie irgendwie hin, auf einmal passiert irgendwas und du denkst so, Gott, Satanismus, keine Ahnung, Hexerei, und du weißt halt nicht, was es überhaupt bewirkt. Das ist ja immer das Problem bei sowas, du weißt ja nicht, was passiert, weil das so übernatürlich ist. Also eigentlich finde ich so übernatürliche Sachen voll cool und ja, ich wäre auch kein, ich bin ja großer Harry Potter Fan und ich mag Zauberei, aber das finde ich einfach nur gruselig. Gruselig. Ja. So, hier ist Jack's Cabin. There's the tube. It's a typewriter. Oh mein Gott. Wir können endlich was schreiben an unsere Schwester hier. Tut mir leid, dass ich dich nicht gefunden Nora, habe. What am I supposed to do here? Okay. Tom Riddle. Get me out of there, yeah? I'm Marie. Listen, I'm just trying to find my sister Sophia. Also er hat geschrieben, guten Abend, Miss, mein Name ist Jack. Pearl hat mir gesagt, dass du mir geholfen hast. It is not safe. Someone here is not who they seem. Oh, Nora. Oh. Ah, ich weiß nicht. Kannst du mir jetzt helfen oder nicht? What do you mean, not safe? Gott. Didn't just vanish. Ich hab, bin nicht einfach nur so verschwunden. Da muss einer sein. Must be someone. Ja, aber wer denn? Das können wir jetzt nicht fragen. Can you help me find her or not? I think she's in trouble. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann gerade. Aber da ist etwas über dich. Ich werde dir helfen, aber du musst zuerst etwas für mich machen. Okay, but promise you'll help me? Natürlich, my dear. What do you need me to do? A hidden hedge in the master's bedroom. Ist das dein Pornokeller? I need to find out what was stolen.
Was wurde gestohlen? Wer hat es gestohlen? Und wo ist es jetzt? Komm wieder zurück, wenn du es weißt. Dann werde ich dir sagen, was ich weiß. Dann werde ich erzählen, was ich weiß. Okay. Also. Da ist eine versteckte Tür im Schlafzimmer. Diesen versteckten Raum hinter der Tür sollst du finden. Hinter einer versteckten Passage. Okay, what was stolen, who stole it and where is it now? Das haben wir bestimmt auch wieder dann geedit in unsere Notizen, deswegen können wir da gleich wieder schauen. Und dieses Rätsel lösen wir hoffentlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.